Hier war das Dienst, ja, dann habe ich viele gute Lieder gesungen und der grenzenlose Gott, wie eben das Bild war vom Meer, gewaltig einfach, ne? So ist Gott wirklich. Also wir haben jetzt eine Reise gehabt, wir waren unterwegs gewesen und da durften wir auch die grenzenlose Weite sehen, auch vom Schiff. Ich habe das Mittelmeer schon vorher gesehen, aber was wir da gesehen haben, das war gewaltig. Oder auch dann vom Flugzeug oben her, die Größe und Majestät Gottes. Hammer. Ich denke, die, wo im Weltall fliegen, die Astronauten, die werden noch mehr staunen oder noch mehr begeistert sein. Ne? Jo, unser Lobpreiser, der war in unserem Urlaub, ich möchte euch mal kurz sagen, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das wurde fertig gewesen. Der hat immer gejaucht und gesungen und immer, wo wir in die Städte reingegangen sind, da hat der Ferdinand hat immer ein Lied angestimmt und angesungen, wo wir keins gehabt haben. Das ist einfach schön, weil das ist einfach gut, weil das verändert sich in deiner Seele, Mann, wenn du Gott lobst und preist. Und, wir hatten auch wirklich gute Zeit auch auf dem Schiff gehabt, morgens, da gibt es so einen Ruhebereich, so ganz vorne, so Time-out, wo du hin kannst gehen. Und da hat man so zweimal morgens so Gemeinschaft mit dem Wort und die war echt gut gewesen. Und da hast du gemerkt, das hat echt gut gepasst. Und das bringt Eva in den Tag Eva das Leben mit drin. Wenn du den Tag so beginnst mit dem Wort Gottes, von rausgucken oder übers Meer. Ja, ich wollte euch einfach doch kurz Eva sagen, das hat uns einfach gut getan. Gott gibt solche Zeiten der Erholung und auch der Erquickung, auch mit Geschwistern untereinander und das brauchen wir alle gar. Welche? Die Arbeit macht uns manchmal müde und wir brauchen auch Zeiten der Erholung. Ne? Jo, ich habe ein Thema für uns. Da geht's weiter, habe ich gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema, warum nur die Wahrheit zählt. Die ersten zwei Teile war ja gewesen, Teil 1, falsche Evangelien. Teil 2 war gewesen, falsche Lehren. Heute möchte ich auf den Punkt eingehen, auf falsche Götter. Jo, falsche Götter. Die Bibel ist voll von diesen Dingen. Und anfangen möchte ich mit dem Galater, Kapitel 4, Vers 8. Dort steht geschrieben, früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Also der Paulus hier sieht doch was in der Gemeinde, dass sich dort etwas aufmacht. Die haben einen guten Anfang gemacht mit Gott und dass sich nochmal etwas auftut. Dinge, dieser Freiheit, die sie an sich in Jesus haben, berauben wollen. Deshalb spricht er das auch wieder ganz klar an, diesen Punkt. Jo, war es nicht in unserem aller Leben so gewesen, früher als wir Gott nicht kannten. Jo, ihr kennt aus der Bibel die Geschichte mit dem goldenen Kalb, wie immer die zwei auf den Berg hochgegangen sind und die Menschen haben angefangen, sich ein Kalb zu machen, eigener Gott zu machen. Und ich denke, früher, wie wir Gott nicht gekannt haben, war das in unserem Leben auch so. Da waren Dinge, die waren größer. Wir haben Gott ja nicht gekannt. Wir haben Dinge, jetzt denkst du, wo habe ich an der Götter gedient vielleicht? Da wollen wir heute noch hinkommen. Mit dem Wort Gottes wollen wir uns da hinbewegen. Wo haben wir anderen Dinge gedient? Wo waren wir Sklave gewesen? Weil in unserem Leben gibt es auch Dinge. Und deshalb ist es wichtig, da aufzupassen, wie Dude eben auch gesagt hat, wachsam zu sein auch vor Dingen, die einfach um uns herum sich bewegen. Jo, wenn ich jetzt hier das Wort aus dem Galater hole, Diener und Sklave, erinnert man sich immer an das, ich denke einfach ans Mittelalter oder so, oder ans an früher. Wo ist dann heute noch Sklave und wo ist dann heute noch Diener? Ja, da habe ich einfach mal auf Wikipedia mal geguckt, in der anderen Folie, was macht der Diener ein Sklave aus? Dort steht geschrieben in Wikipedia, ein Diener ist im herkömmlichen Sinne ein Mitglied des Hausgesindes, der für seinen Arbeitgeber oder Dienstherrn bestimmte häusliche Pflichten erfüllt. Hier sticht das Wort, finde ich, Dienstherrn raus, Arbeitgeber. Pflichterfüllung. Und die Pflichten eines Kammerdieners, die wurden in erster Linie in der persönlichen Bedienung des Herrn.
Ja, jetzt denkst du, du warst kein Diener gewesen, aber es gab Dinge, die waren größer in deinem Leben und du hast dich davon gebrauchen gelassen. Und du hast auch Dinge erfüllt. Noch schlimmer ist, wenn wir über Sklaverei jetzt reden hier. Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Im weiteren Sinn zählen zur Sklaverei auch Freiheitsberaubung und Nötigung von Menschen. Punkt, Punkt, Punkt. Und viele Dinge mehr. Ihr kennt alle Filme von Sklaven und wie Menschen da wirklich behandelt werden. Die da unter aller Kanone, unter aller Sau, sage ich mal, wirklich gefoltert auch werden. Und das ist total der Hammer. Und diese Menschen haben wenig oder keine Rechte, sage ich mal, wenn ihr diese Bilder vor Augen habt. Jo, was hat das jetzt alles so mit uns auch zu tun? Ja, wo haben wir Herrn gehabt? Wo waren wir Sklave gewesen in unserem Leben? Ich denke, der Heilige Geist hat uns, wie wir zu Jesus gekommen sind, immer wieder Dinge gezeigt, wo wir Dinge in unserem Leben haben, wie wir eben das Bild gehört haben, wo wir gestanden haben, wo wir auf der einen Seite immer noch Dinge, wo wir nicht losgelassen haben. Und ich denke, wir sind doch im Kampf auch drin. Und deshalb ist auch wichtig zu wissen, das hat nicht nur früher gegolten, auch heute. Wenn wir die Bibel lesen, im Alten Testament, da habe ich gefunden auch viele Namen von falschen Göttern und Göttinnen. Die an der Folie bitte, da habe ich so Namen gefunden wie Astarte, die haben so Pfeile dabei gemacht, so haben die früher die Bilder doch anscheinend ausgesehen. Der Gott Baal, der Gott Dagon, Chemosh und Moloch. Und was haben die Menschen früher immer gemacht? Die haben denen Opfer gebracht. Wenn ihr hier die Bilder jetzt seht, die waren da immer dabei gewesen, diesen Göttern, angeblichen Göttern, ihre Kinder zu bringen, was furchtbar grausam hier ist. Die haben ja da Kinder geopfert und noch andere Dinge. Ne? Ja, diese Namen sind alt und wir hören die heute auch nicht mehr. Oder hört ihr diesen Namen irgendwo in eurem Umfeld, wenn wir über Glaube reden, hört ihr diesen Namen noch irgendwo? Also ich nicht, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe bei Geschwister, die stehen aber in der Bibel drin, also hat es das gegeben. Das war damals der Fall gewesen, Gottes Wort sagt das so, ne? Und es gibt da eine Bibelstelle im Jesaja 44, die habe ich jetzt nicht auf Folie. Da spricht Gott in der Verse 9 bis 20, spricht da Gott darüber, über die Menschen, spricht Gott, ihr habt euch selbst gebastelte Götter gemacht, mit Menschenhand, in dieser Bibelstelle. Und Gott spricht davon, das sind Lügengebilde. Wie kann das ein Gott sein? Das ist doch von Menschen gemacht. Menschen haben ein Stück Holz genommen, Menschen haben ein Stück Metall genommen, steht das in der Bibel, und haben etwas daraus gemacht, und ihr betet das an, ihr bringt doch Opfer dafür. Deshalb, wer das mal lesen will, das steht im Jesaja, Kapitel 44, ich habe das heute nicht mit reingenommen. Ich wollte da ein bisschen Freiraum geben für andere Dinge noch für heute, aus dem Wort. Jo, das war jetzt im Aldi, habt jetzt die alte Namen gehört. In den Tagen der Vorbereitung habe ich etwas gefunden, die andere Folie, da habe ich etwas gefunden im Suchen noch vom Wort. Da gibt es ein Buch, ich habe euch gestern noch eine E-Mail geschickt oder eine Mail, gibt da ein Buch, Deutschland, deine Götter. Eine Reise zu Kirchen, Tempeln und Hexenhäusern. Jo, ihr denkt jetzt, was hat das heute Morgen mit uns zu tun vielleicht, oder was hat das mit dem Gottesdienst zu tun? Ich denke sehr viel. Weil hier ist ein Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Er hat sich in dem Bericht gesagt, dass er nicht unbedingt irgendeiner Glaubensrichtung angehört, jetzt nicht irgendeiner evangelisch oder katholisch, aber er hat es als spannend gefunden, in unserem Land sich mal auf den Weg zu machen, in verschiedene Gruppierungen rund, um zu hören, was glauben Menschen in unserem Land.
Und das sind erstaunliche Dinge. Ich habe nur so 5 Minuten mal gehört, was er so wiedergegeben hat. Ich denke, man kann halt alles jetzt 1:1 holen, aber ich denke, da ist schon viel Wahrheit dran. Ja. In dem, was der Mann gesehen hat. Er hat das bewusst gesagt in diesem Buch oder in diesem Video. Von Süd nach Ost hat er verschiedene Gemeinden, verschiedene Menschen, die verschiedene Götter anbeten oder glauben haben. Ich denke, ihr seht manche Dinge ganz gut hier unten auch oder in der Mitte hier auch mit verschiedenen Dingen, was angebetet wird, was unser Gott kann sein. Aber ich möchte darauf hingehen, was er noch am Anfang gesagt hat. Weil er, wie er in dem Video angefangen hat, wenn ihr das gehört habt, hat er am Anfang eine ganz interessante Aussage gemacht. Die hat mich total erstaunt und total bestärkt in meinem Glaube. Weil am Anfang war er, hat er auch gesagt, er war in Stuttgart in der Gemeinde gewesen. Und die, wo Stuttgart kennen, die wissen, welcher Prediger dort predigt. Das ist der Peter Benz. Das ist eine ganz große Gemeinde, Gospelforum. Und dort hat er erlebt, dass dieser Mann, der Peter Benz, hat Dinge gesehen und hat Menschen Heilung zugesprochen. Er hat gesagt, da oben in der dritten Reihe ist jemand, der hatte Tumor. Und in Jesu Namen bist du geheilt. Er hat den Menschen in dem Gottesdienst Heilung zugesprochen. Und das hat er so nicht erlebt. Das hat ihn total während seiner Reise in Deutschland bewegt. Er hat gesagt, immer Dinge, die ihn bewegt haben, dies hat ihn sehr bewegt, dass da in dem Gottesdienst auf irgendwo Menschen zugesprochen wird, Heilung. Er hat auch an anderen Dingen vieles gesehen, ja. Aber das war für mich das Interessante aus dem Glaube raus. Er hat auch gesehen, dass andere Denominationen nicht eine gegen die andere gesprochen hat. Jede Denomination hat versucht, Gutes zu tun an den Menschen. Ja. Aber was mich dann im Endeffekt wieder fertig war, gesagt hat, zum Schluss hat der Reporter ihn gefragt, haben Sie sich jetzt mehr zum Glaube hingefunden? Oder näher zu irgendeinem Glauben hier? Ist jetzt was bei Ihnen passiert? Hat der Reporter ihn gefragt. Und er hat leider Nein gesagt. Und das ist an sich traurig, oder? Ich meine, der durchläuft wirklich Gottesweiser. Er geht in Gottesdienste und das ist schlimm, finde ich. Ich meine, er hat dieses Wunder erlebt. In der Bibel war einmal arme Menschen schon da gewesen, die haben Wunder gesehen. Und im Endeffekt wollte es nur Wunder sehen, Wunder, Wunder, oh, wunderbar, Wunder. Aber es haben im Endeffekt nicht geglaubt, oder? Kennen wir aus der Bibel auch. Und das war für mich traurig gewesen. Er ist in den Gottesdienst auch reingekommen und hinterher war sein, nicht dass er jetzt gesagt hat, ich habe den Glauben gefunden. Ich habe jetzt was gefunden, was mir Sinn und Ziel und Richtung gibt und Orientierung gibt. Das finde ich traurig. Er hat jetzt auch was Spannendes. Er ist jetzt so bei anderen Personen gekommen, die ganz schlimme Dinge auch anbeten und machen. Ich nenne die jetzt noch nicht. Und er ist da hinkommen, da hat er gesagt, dass er so hinkommt. Die haben mich total freundlich behandelt. Die waren richtig gut gewesen und die hätte so von außen jetzt erkannt, dass der sowas macht, der Mensch. Der war normal angezogen, wie wir jetzt hier auch sitzen, ganz normal. Und er hat dann was ganz anderes angebetet oder irgendwas war sehr gut gewesen. Und das ist schon erstaunlich, oder? Dass man das nicht so jetzt auch erkennt. Aber ich denke, wenn man in die Tiefe geht, sollte man es erkennen. Und es ist schade, dass dieser Mann, dieser Guido Bös, oder wie heißt der hier, der das geschrieben hat, dass der zum Schluss am Ende von seiner Reise nicht jetzt konnte sagen, ich habe jetzt was gefunden, ich habe jetzt hier Gott erlebt. Ich meine, der hat die Wunder gesehen. Aber ich habe jetzt erlebt, hier spreche Menschen aus dem Glauben raus. Das finde ich ein bisschen schade an sich. Aber Gott hat ja, ich denke, an ihm hat angefangen. Er ist ja nicht fertig mit diesem Mann nach. Ne? Das war ja vielleicht nicht ohne Grund, dass er dieses Buch geschrieben hat. Ne? Wollte ich nur mit reinnehmen für heute. Gut, jetzt gehe ich an sich in die Punkte rein heute Morgen. Es geht um falsche Götter auch. Ne? Falsche Götter, 3 unterschiedliche Bereiche habe ich raus. So gefischt. 3 unterschiedliche Bereiche. Der Punkt A ist mit mythischen Göttern. Mythische Götter, also die meiste antike Kultur beteten eine Vielzahl von Gottheiten an und entwickelten Geschichten über sie. Also ich denke, das wird Mythen dann heißen, Geschichte. Menschen haben was entwickelt, erfunden. Einige dieser Gottheiten waren erfundene Wesen wie Krishna. Immer noch einer der beliebtesten Gottheiten
der hinduistischen Religion. Und wir kennen das auch aus dem Fernsehen raus. Krishna, da haben Menschen ganz viele so Gestalten, Symbole in ihren Häusern auch stehen. Und hier mit Krishna, dann bringen die auch Opfer auf so einem See, dann machen die dann auch ihr Speiseopfer, oder ich mache Nahrungsmittel, wo sie weitergeben. Auch. Jo. Da muss ich sagen, muss ich euch etwas erzählen aus meiner Kindheit. Ich habe früher ja nicht viel vom Glauben gewusst und von Gottes Wort. Und wir hatten mit unseren Freunden, wir hatten an See immer so gezeltet oder gekämpft. Für immer hat jemand angefangen zu singen, Hare Krishna. Ihr kennt das auch, die haben immer so Lieder dann gesungen, Hare Krishna. Und aus Quatsch hat man diese Dinge dann gesungen. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber das war irgendwie anders, andere Wortlaut und wir haben das immer so gesungen gehabt. Und heute hüte ich mich davor, solche Dinge in den Mund zu nehmen. Und nur als Kind, in der Vorbereitung, habe ich gesagt, Krishna, das war doch schon mal in meinem Leben gewesen. Dort am Weiher mit ein paar Freunden. Und die hat dann aus Quatsch irgendwie so Kassette laufen gelassen. Und wie soll ich sagen, und der wollte einfach aufnehmen, wir wollten einfach Quatsch machen, sage ich mal. Jugendlicher Leichtsinn. Aber wir sehen auch die Gefahr da drin, wenn wir irgendetwas. Wir rufen ja auch etwas, wenn wir es aussprechen, einen anderen Namen, ne? Da kommen wir aber noch hin. Wir hören jetzt auch viel von aus Geschichten, aber was sind dann heute auch unser, was können dann falsche Götter sind auch heute? Man lebt doch viele Menschen auch, wenn ich jetzt hier sehe, die Hindus, die hätten dann ihr Symbol hier. Wenn ich so jetzt im Sport sehe, gibt doch viele Sportler, die haben irgend so Glücksbringer oder Kleeblatt oder sowas. Ist das nicht auch vielleicht ein Bereich, wo ich mehr Glück an das hänge? Das war jetzt heute Morgen noch so kurzfristig eingefallen. Menschen, die holen ja bis mit, sagen, das bringt mir jetzt Glück, das nehme ich mit. Sehe ich oft bei Sportlern oder so. Wenn ich jetzt sehe, die gehen in einen Wettbewerb, wollen was gewinnen, oder das bringt mir Glück, der Dorschal, das so Tier oder sowas, wie auch immer. Ist nicht aufgefaltet von. Oder? Menschen sagen, das bringt mir Glück. Die Bibel sagt das anderes, was uns Glück bringt. Gott nahe zu sein. Jo. Punkt A, will ich noch weitergehen. Mythische Götter. Andere Gottheiten repräsentieren verschiedene Kräfte oder Wesen der natürlichen Welt. Es gibt viele Menschen, die Natur, in der Natursache anbeten. Ich habe sowas rausgefunden, da gibt viele Menschen, die den gehörnten Gott anbeten. Ich habe da auch Bilder dazu gefunden. Ich kann damit jetzt gar nichts anfangen, groß, muss ich sagen. Aber es gibt solche Menschen und wenn ihr die Internet aufmacht, Hammer, was da Seiten voll sind. Also wirklich, also auch mit anderen Göttern und so. Ich habe immer so Impulse, Wörter eingegeben, was da gekommen ist. Hammer, ich habe mal was genommen, nur zum Repräsentieren, aber ich muss sagen, dann schnell wieder raus aus dem Ganze. Wusstet ihr, was der Wicca-Kult ist? Wisst ihr, was das ist? Ich nicht, von vorher noch nie davon was gehört. Dann habe ich das mal eingegeben, Wicca-Kult, das hat mit Hexerei zu tun. Bob und zack, habe ich ein Bild gefunden, da ist eine Frau, die hat da war der Reporter auch gewesen von diesem Buch, wo ich eben euch vorgestellt habe. Die hatte wie im Auto stehen, Fachgeschäft für Magie und Hexenkult, steht unten alles groß drauf, könnt ihr nicht ganz klar erkennen, dort und dort, dort, Telefonnummer, zack, zack. Hammer. Also ich habe das vorher nicht gewusst, konnte mit Wicca-Kult nichts anfangen. Aber wir wissen viel, dass es Hexerei auch gibt. Aber aus den Bildern von früher sehen Hexen nicht so aus, ne? Sag nicht mal. Aber das Dämonische, was dahinter dran ist, das ist das Gefährliche. Und da wollen wir noch näher hinkommen, oft an den Punkt. Das ist gut, die Wahrheit zu kennen. Weil ich muss mit euch auf diese Dinge hingehen. Weil diese Dinge in unserem Land sich bewegen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, gibt uns absolut jetzt eine Antwort darauf. Im Römerbrief 1 steht geschrieben, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen
und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn jetzt kommt der Punkt, denn Vers 25, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ja, der Römerbrief, guck mal, wie lange ist der schon geschrieben worden? Das passt total dahin. Menschen machen sich Abbilder, Götter. Gottes Wort ist wahr, wir können alle Antworten hier in der Bibel finden. Jo, und das Gefährliche ist ja, wie ich gesagt habe, der nächste Folie, mythische Götter, Punkt A noch, die Bibel warnt uns wirklich davor, dass in Wirklichkeit aber dämonische Wesen die Inspiration hinter solchen heidnischen Göttern sind. In diesen ganzen Dingen, was in unserem Land sich so bewegt. Was sind dann Dämonen? Fallengel. Ja. Richtig, das nennt sich die gefallene Engel. Richtig, Halbengel. Hat ja Rebellion im Himmel gern, wie gesagt, und unser Feind ist ja gefallen. Er hat auch schon verloren und ein Drittel der Engel sind mit weggeworfen worden, weil sich verführen gelassen haben von Lucifer. Ne? Ja. Und die Bibel gibt uns hier nur ganz klar Antwort. Zwei Bibelstelle, ganz klar, hier, 5. Mose, Kapitel 32. Sie brachten den Dämonen Opfer dar, den Göttern, die doch keine sind, die weder sie noch ihre Eltern kannten, weil man sie gerade erst erfand. Also Erfindung von Menschen. Menschen machen Götter. 1. Korinther, Kapitel 10 schreibt, was die Götzenanbeter auf dem Altar da bringen, opfern sie den Dämonen, nicht etwa Gott. Gott sagt aber hier, ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit dämonischen Mächten habt. Das ist Gottes Wille. Ihr erlebt das bestimmt. Wenn ihr euch heute irgendwo hinbewegt, da ist irgendetwas ein bisschen komisches, wo ihr euch dann aufhaltet, oder? Wenn ihr irgendwo hinkommt, wenn manche sagen, ihr müsst jetzt nicht mit manchen Menschen redet. Das kann sein, dass die in irgendetwas so drinstecken. Das kann sein. Das muss nicht, aber ihr habt den Geist Gottes gekriegt, der der Bibel glaube und ihr könnt diese Dinge unterscheiden durch das Wort Gottes. Das ist jetzt der eine Punkt gewesen. Die Bibel warnt uns vor diesen Dingen. Aber es gibt auch falsche Götter. Jetzt gehe ich auf den zweiten Punkt in Punkt B. Menschen werden als Götter angebetet. Das ist eine riesige Geschichte jetzt hier. Also ich habe drei hier rausgenommen, wo ich schon in einem Buch gefunden habe. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen immer wieder andere mächtige Menschen als Götter angebetet. Heutzutage verehren viele Religionen ihre Gründer oder andere Menschen als Gott in Menschengestalt. Ich habe hier diesen Wallace, die Fahrt gefunden. Das ist Gründer der Nation of Islam. Habe ich vorher noch nicht so gehört. Scheint eine Sekte zu sein, aber die vom etablierten, aber Islam doch nicht also abgelehnt werden. Das sehen Menschen an den Gründer dieser Bewegung angebetet. Dann, ich weiß nicht, ob die von denen schon gehört hat, aber von dem Vater Divine, vorhin vielleicht, der hat sich auch verehren gelassen von vielen Menschen. Der war ein Lehrer des positiven Denkens und Gründer der internationalen Peace-Mission. Hört schon gut an, Friedensmission, oder? Ist ja ein guter Name, Friedensmission. Aber wenn sie die Ehren nicht Gott kennen, er hat sich verherrlichen gelassen von Menschen. Und den Doc kennt ihr alle, den denke ich mal vom Fernseher, von der Nachricht, den Kim Il-sung, das war der ehemalige Diktator Nordkoreas, der ist wie Gott verehrt kennen. Hier so eine Statue an der Seite, ist ziemlich klein, wo er ist, und neben dran ist sein Sohn. Also der Personenkult um ihn, der ist jetzt in seinem Enkel Kim Jong-un fortgeführt. Die haben dort in Nordkorea so riesige Bilder von ihnen stehen, von ihnen. Und die Menschen da vorne dran, die stehen da vor ihnen und die verehren die. Die verehren die. Also ist das aktuell, top aktuell das Thema.
Menschen werden als Gott angebetet. Ich denke, wir brauchen manchmal nicht weit zu gucken. Ich meine, wir wollen jetzt im Urlaub auch im Stadion gewesen, in Barcelona, in einem großen Stadion gewesen, und da sind Fußballer. Und ihr wisst, wenn Fans so richtig euphorisch sind, wie die ihr Stars anbeten oder wie die sich von denen alles kaufen. Ich meine, das kennen wir alle gar, ob das jetzt Fußball ist oder andere Sportart. Wenn du so richtig energisch oder Musiker, die in der Musikgruppe, der findet die total toll und der fährt da total ab und dann kauft er sich alles und der geht auf jedes Konzert. Ist auch eine Form von Götzendienst. Im gewissen Sinne, wenn es nicht übertrieben ist, sage ich mal. Wenn es jetzt nicht, klar ist gut, schöner auf ein Konzert zu gehen oder auf Fußballspiel zu gucken, das machen wir alle gerne auch. Ich habe jetzt die Woche erlebt, jetzt war die Woche Olympia auch gewesen. Da ist rund um die Uhr Sport und ich liebe Sport. Ich habe mich danach bewegt immer und ich mag das total. Aber wenn ich nicht aufpasse, kann das zu viel gehen. Papp, 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 guck schon. Bin ich ehrlich, wie gesagt, das ist so. Und da muss man wissen, ist mal gut, stopp, ne? Es ist nur ein Bereich, ich denke, da könnte jeder von uns noch ein Teil hinzufügen und zutragen, dazunehmen. Wir kennen Menschen um uns herum und man sieht aber, es ist nicht gut, dass wir Menschen als Götter anbeten. Wie der, ja, wie die Bibel eben im Römer 1 geschrieben hat. Aber jetzt bringe ich euch dazu eine richtig gute Bibelstelle, die steht in Apostelgeschichte 14. Die passt doch volle Kanne gut rein. Da steht geschrieben, ab Vers 8, in Lystra lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Noch nie hatte er einen Schritt gehen können. Dieser Mann hörte Paulus reden. Paulus wurde auf ihn aufmerksam und sah, dass der Mann glaubte, er könne geheilt werden. Laut rief er ihm zu, steh auf, stell dich auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und konnte gehen. Hammer, ne? Das ist schon mal Hammer, ne? Ein Wort, bupp, steh auf, stell dich auf deine Füße. Aber Paulus war ja fest im Wort Gottes, der hat eben der Autorität Gottes das ausgesprochen und es ist geschehen so, ne? Und jetzt pass auf, wie die Leute reagiert haben. Vers 11. Als die Leute erkannten, was Paulus getan hatte, riefen sie in ihrer Muttersprache, die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas, der mit ihm unterwegs war, Zeus, und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Zack. Was ist es? Guck mal, in der Bibel, was passiert, ne? Die wollte den Menschen, und jetzt geht es noch weiter, wollen nicht zu Ende. Vers 13, das Passover hat die Priester gemacht. Der Priester des Zeus-Tempels vor den Toren der Stadt brachte Stiere und Kränze zum Stadttor, um den Apostel vor dem ganzen Volk ein Opfer zu bringen. Zack. Das, was wir vorher schon gehört haben, aus der Mythen, passiert im Neuen Testament. Da sagt aber der Paulus, was macht ihr da, Männer? Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut wie ihr. Mit unserer Predigt wollten wir doch gerade erreichen, dass ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Er hat das Weltall, die Erde, das Meer und alles, was darin ist, erschaffen. Bisher hat er die Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, aber er zeigt ihnen immer wieder, dass er lebt. Denn er hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die guten Ernten. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. Gut, dass Paulus hier direkt so eingeschritten hat, oder? Dass er direkt, zack, das gestoppt hat. Der hätte jetzt können sagen, oh, ich will mich mal ein bisschen hochleben, ne? Ich meine, das ist ja, mehr Leben da. Wenn du mal Gutes getan hast, hat das letztes schon gesagt. Wie schnell ist man sich auch mal gut verlobigen oder so? Hätte jetzt keinen Sinn, wenn Paulus und hätte keinen Sinn, dass er das so immer annimmt, aber er war fest gegründet und das hat ihn ausgemacht. Und der Barnabas, auch, der Direktor voll eingeschüttet hat, gesagt, nee, so nicht. Also von toten Götzen haben wir noch mal gehört. Und am Anfang haben wir gehört,
Götter, die gar keine sind. Jo, soweit noch Punkt 2. Menschen lernen sich als Götter verehren. Gehe ich schon auf Punkt 3 mit euch rein. Benannt als falsche Vorstellungen von Gott. Also, wenn wir jetzt hier sehen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung gehört eine der drei großen monotheistischen Religionen an. Christentum, Islam oder Judentum. Alle dieser drei Glaubensrichtungen erkennen klassischerweise an, dass es einen einzigen Gott gibt, dass er die Welt erschaffen hat und dass er sich Abraham offenbart hat. Gut und schön, ne? In gewissem Sinn kann man sagen, dass sie in allen diesen Religionen scheint bei derselbe Gott angebetet wird. Sie beten einen Gott an, wenn es einen Gott gibt. Aber da gibt es Unterschiede. Der im Islam allerdings teilweise ganz andere Charakterzüge und Familienverhältnisse hat als im Christentum zum Beispiel. Wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, wenn man viele Dinge hört, auch in der Nachricht, wenn man sich damit beschäftigt, wird man ganz andere Dinge, Charakterzüge vielleicht rausfinden, die der Gott der Bibel darstellt, wie er wirklich ist. Und dennoch erkenne weder der Islam, wenn ich hier jetzt stehen, noch das Judentum, aber die Dreieinigkeit Gottes an. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sollte uns Christi ja ausmalen. Wie weit kennst du das? Wie weit kennst du Gott? Ich meine, wir gehen ja schon länger auf dem Weg zusammen in der Gemeinde. Aber hier ist ein ganz entscheidender Knackpunkt. Sie beten allen einen Gott an. Aber wie haben sie den Gott erkannt? Und doch möchte ich jetzt darauf eingehen. Es gibt falsche Vorstellungen von Gott. Man hat richtig gesagt, es gibt falsche Lehre von Gott, von seinem Wort. Und wenn man nicht richtig gelehrt ist, kann man doch ganz schnell drin sein. Je nachdem, wo, in welchem Land man ja aufwächst. Ich meine, du suchst ja nicht aus, wo du aufwächst. Du wirst in einem Land geboren und dann ist es in diesem Land, in diesem Land, in diesem Land. Und trotzdem nur Gott, weil er alle Menschen lieb hat, dass sie wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie auch den Weg zu ihm finden. Und ich denke, dieser Zeit ist sehr herausfordernd für uns, dass so viele Menschen zu uns kommen. Die ist sehr herausfordernd. Aber das ist nicht ohne Grund so, dass diese Menschen zu uns kommen. Weil dort, wo sie waren, haben sie den lebendigen Gott nicht erlebt. Oder? Und deshalb sollte mir diese Hände und Füße sind, die Arme, die Gott jetzt ausspannt für diese Menschen, dass die wirklich so erkennen, wie Gott wirklich ist. Und jetzt gehe ich in, man hat jetzt über falsche Götter viel gehört, jetzt gehe ich auf den Punkt in, der wahre Gott, und es gibt nur einen wahren Gott. Da kann ich noch einiges für uns, einige biblische für uns, die uns wirklich doch fest soll machen, im wahren Gott. 2. Chronik, Kapitel 15, steht geschrieben, Vers 3. Lange Zeit wollten die Israeliten von dem wahren Gott nichts wissen. Sie kümmerten sich nicht um das, was die Priester sagten, und lebten nicht nach dem Gesetz des Mose. Das ist damals in der Chronik schon geschrieben, vor langer Zeit. Das können schon heute genauso gut heute auch sagen. Lange Zeit wollten die Menschen in der und der Stadt, an dem und dem Ort, nichts von Gott wissen. Sie kümmerten sich nicht, was die in den Gottesdienst in der Gemeinde gesagt haben, und wollte auch nicht dort nur leben, was die Satan. Finde ich genauso gut, end zu end zu Freude transportieren. Aber wir haben einen gnädigen Gott und der sieht uns das jetzt und er ist natürlich auch erfreut. Im 1. Thessalonicher steht, im 1. Kapitel 1, Vers 9, wo Menschen die Kehr haben. Das will ja Gott. Gott will ja, dass Menschen umkehren. Da steht geschrieben, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass er nicht länger die toten Götzenstatuen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt sei und ihm allein dient. Also wenn Menschen die Wahrheit hören, für die gibt es nichts Besseres, wenn sie dann umkehren zu dem wahren Gott
Und ich mache Nachfolge, wie wir mal auch gehört haben. Diene. Diene ist ja nichts Verkehrtes. Man hat nicht mal gehört, Diener, Sklave. Gottes Dienst reden wir ja drüber. Diene ist ja immer was Gutes. Gott will ja, dass wir ihm dienen. Aber nicht aus Zwang, wie wir eben auch mal gehört haben, aus der Knechtschaft raus. Wir dienen ihm aus einer anderen Haltung, weil Jesus uns frei gemacht hat, weil er uns gerufen hat, erlöst hat. Aus der Haltung raus dienen, weil er uns liebt. Das ist die richtige Haltung, zu dienen. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihr einen oder andere von euch in der Familie, wo Menschen sind, die sind geknechtet. Ja, wo Dinge einfach, wo sie nicht frei sind, wo sie einfach da total unter diesem Sockel stehen. Und ich denke, man sieht das auch viele Menschen danach an, oder? Wenn Menschen geknechtet sind von etwas, wenn sie abhängig sind von etwas. Aber Gott will ja die Dinge wenden und deshalb sind wir heute Morgen hier, für das zu hören. Jo, es gibt nur einen wahren Gott, nämlich den Gott, den wir in Christus kennen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, steht geschrieben: Doch wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus selbst ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Darum, meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen. Ja, Jesus hat den Weg hier frei gemacht. Man eben gehört von dem dreieinigen Gott. Hier lesen wir das auch wieder drin. Jesus sagt hier auch ganz klar, hier lesen wir ein Wort, der Sohn Gottes ist gekommen, um uns den wahren Gott zu zeigen. Jesus selbst ist der wahre Gott, lesen wir hier. Also haben wir schon mal zwei Punkte, wo wir ansetzen können. Und dieser Gott hat sich aber auch im Alten Testament als Jahwe, das heißt, ich bin der, ich bin, oder das heißt der Herr, in der nächsten Folie bitte, offenbart. Dieser Gott der Bibel, da steht geschrieben im 2. Mose Kapitel 6, Vers 2. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. In Jesaja 42 steht: Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Die lässt Gott sich an der Traube. Egal, was in dieser Welt jetzt heute rum auch passiert, ein Götterbilder so. Gott lässt sich seine Ehre, lässt sich an den spotten. Zu seiner Zeit wird er alles in die richtige Ordnung wieder bringen. Das hören wir gleich noch aus dem Wort. Er war und wird immer der unveränderliche Gott sein, in der nächsten Folie. Im Psalm 90 steht geschrieben, Psalme hat man morgen schon gehört, richtig gute Psalme, die einen zum Jubeln bringen. Ne? Aber hier sehen wir, was Gott alles wunderbar gemacht hat. Psalm 90, ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall und Erwähnen entstanden, warst du, oh Gott, du bist ohne Anfang und Ende. Klasse. Klasse. Gott hat die Ahnung geändert. Psalm 102. Vor langer Zeit hast du, Herr, alles geschaffen. Die Erde und den Himmel, alles ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen. Wie ein abgetragenes Gewand wechselst du sie und schaffst sie neu. Du aber bleibst ein und derselbe. Du wirst immer und ewig leben. Gottes Wort, ja, wird immer bestehen bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Und Gott hat nämlich gesagt in seinen Worten auf dem Bank, er wird etwas Neues schaffen. Aber sein Wort bleibt bestehen und er auch. Ihr lest es hier. Hammer. Unveränderlich ist Gott. Genauso ist auch sein Sohn. Ihr kennt alle Hebräer 13, Vers 8. Dort steht geschrieben:
Ermutigung für jeden Menschen im Glauben immer wieder zu wissen, dass Jesus Christus sich nicht verändert. Das steht geschrieben in Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, sagt diese Bibelstelle. Ich habe die so oft schon auf Konferenzen oder auf Tagungen immer wieder gehört. Ich habe immer gedacht, wieso sagen die das so oft? Aber das ist so wichtig zu wissen, dass Jesus Christus sich nicht ändert. Dass er Gott in seinem Charakter, so wie er ist, so wie du ihn aus der Bibel lest, sich nicht ändern wird. Wie gewaltig. Alles um uns, Welt verändert sich so schnell. Alles um uns herum verändert sich so schnell. Dinge gehen schneller. Aber mich hat er so angesprochen, wie ich das da nochmal so gelesen habe. Alles geht so schnell. Geht so schnell. Aber etwas wirklich Konstantes, das was wirklich nur konstant und unveränderlich ist, ist Gott selber. Gott, sein Wort. Und du wirst das finden bei Gott nur. Ja, die Bibel findest du das. Gott wird sich nicht ändern. So wie er sich dir präsentiert in seinem Wort, so wird er immer bleiben. So wird sein Wort auch bleiben. Nichts wird sich daran ändern. Kein Mühe und kein... Halleluja. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und Ermutigung ist auch Jesaja 3, herzlich für uns. Niemand hat jemals seine Stelle eingenommen oder wird dies tun. Wir Männer zwar, Menschen beten das und das Götter an. Menschen beten Menschen an. Aber das Wort Gottes ist unsere Wahrheit. Und da steht geschrieben, meine Zeugen seid ihr Israeliten. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir da war. Und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann retten. Amen. 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 Welch eine Zusage hier. Gott will, dass ich mir ihm vertraue in sein Wort. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal auf den Punkt hin, wo wir eben gesagt haben, dass diese drei großen Religionen Gott anbeten. Aber es gibt einen Unterschied, der heißt, im Neuen Testament offenbart sich dieser Gott noch deutlicher als drei unterschiedliche Personen, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Punkt finde ich hier in unserem Missionsauftrag, in Matthäus 28. Dort steht geschrieben, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Das ist unsere Aufgabe, der Mensch zu sagen, folge Jesus. Aber dann auch das zu tun, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wenn es einen dreieinigen Gott gibt, dann sehen wir hier diese Punkte da drin auch. Die Bibel sagt es. Wenn wir Gott jetzt nur erleben wir, dann könnt ihr ja schreiben, tauft sie auf den Namen des Gottes. Hier seht ihr auch die Dreieinigkeit Gottes schon mal drin. Aber ich bringe noch drei Stelle, zwei oder drei haben wir schon öfters gehabt. Jo. Dort steht geschrieben in der nächsten Folie, wobei jeder Einzelne wahrhaftig Gott ist, Vater, Sohn und Geist, Heiliger Geist. Johannes 17, Vers 3, dort wird Vater dargestellt. Dort steht geschrieben, und das allein ist das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Dann finden wir in Johannes 20, da steht die Aussage, wurde schon mal öfters gehabt, auch mit Thomas, wo er gezweifelt hat. Es ist nicht schlimm zu zweifeln, ihr Lieben, das ist nicht schlimm. Der Gott will sich immer wieder offenbaren nach den Zweifelnden. Dieser Thomas, der war ja ein Jünger. Und der hat immer dann, der wollte nicht glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das ist nicht schlimm. Aber Gott will sich dir zeigen. Und Jesus hat ihm geantwortet hier. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Das ist der entscheidende Punkt. Dieser Mann am Anfang, der das Buch geschrieben hat, diese ganzen Dinge untersucht hat. Glauben heißt Vertrauen. Wem glaubst du? Wem vertraust du? Wem vertraust du dich an? Dein Leben. Und Thomas hat geantwortet, mein Herr und mein Gott zu Jesus. Wie wahr? Wie recht hat Thomas doch gehabt. In dem Moment hat es geschnackelt. Jo, Apostelgeschichte 5 schreibt etwas ganz Besonderes. Petrus sagt hier, aber Petrus durchschaute ihn,
Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst, sagt dieser Bibelvers. Er hat gesagt, warum hast du den Heiligen Geist betrogen? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern den Heiligen Geist hast du betrogen. Es gibt noch viele Bibelstellen, wo man die Dreieinigkeit Gottes sieht. Und das ist an sich das Herausragende. Die arbeiten im Einklang. Der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Vater und der Heilige Geist, die arbeiten im Einklang. Der eine tut dem anderen nicht widersprechen. Der tut dem nicht widersprechen. Da haben einige Menschen damit ein Problem, aber ich will das heute mit reinbringen nochmal. Dieser dreieinige Gott, nächste Folie, ist also der alleinige Schöpfer aller Dinge. Da sehen wir im 1. Mose ganz am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott, der Vater hat nur ein Wort gesprochen, der Heilige Geist war auch schon da. Jesaja 44. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib angebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Nicht nur der alles geschaffen hat, der auch alles wirkt. Gott hat alles in der Kontrolle. Und du Menschen der Welt, das gerät aus Kontrolle, sage ich nein. Gott hat alles in der Kontrolle. Er steht über allem. Der alles wirkt und der den Himmel auch ausspannte. Ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Oder an der Bibelübersetzung sagt, wer hat mir dabei, glaube ich, geholfen? Aber wer da dabei war, das sagt das Wort Gottes. Wir haben hier gelesen, Gott der Vater war dabei, über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und wenn ihr Johannes 1 lest, da schrieb, das Wort kam zu uns und nichts ist ohne das Wort gewesen, steht in Johannes 1. Das habe ich jetzt hinter der Folie. Wisst ihr, dass Jesus das Wort Gottes ist? Jesus ist zu uns gekommen und nichts ist ohne Jesus geworden. Also die drei haben alles zusammen im Einklang gewirkt, die ganze Schöpfung. Ja, fast fertig für uns. Aber ich möchte uns ermutigen, an dem festzuhalten, was die Bibel sagt. Deshalb habe ich noch zwei Dinge dazu genommen. Das Wort Gottes ist so wichtig, das zu kennen und zu lesen. Ich habe noch so eine Folie gehabt. An uns ist es gelegen, den wahren Gott kennenzulernen, indem ich entweder höre ich, was er sagt, oder ich lese sein Wort. An uns ist es gelegen, sein Wort zu lesen, ihn kennenzulernen. Und deshalb ist die Bibel so wichtig. Die Bibel ist das meiste, in meiner Sprache der weltübersetzte Buch, das meistgelesene, das meistgekaufte Buch. Weshalb? Weil jeder Mensch Sehnsucht nach Ewigkeit hat. Als Mensch, jetzt denkst du vielleicht, ich habe vielleicht die Sehnsucht nach Ewigkeit. Oder handelt das so tief in mir drin? Dann sage ich dir was anderes. Weil das Wort Gottes sagt, Gott selbst hat diese Sehnsucht in uns gelegt. Denn die ganze Heilige Schrift sagt, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das heißt nicht nur in ein paar Menschen, in alle Menschen. Prediger 3, Vers 11. In alle Menschen. Alle Menschen wollen alt gehen. Guck doch mal die Menschen um uns herum. Keiner will sterben, oder? Ja. Alle Menschen wollen leben. Warum ist das in uns drin? Genau deshalb. Alle Menschen wollen leben. Jo, die Bibel ist aber auch das meist gehasste und bekämpfte Buch. Warum? Warum? Weil das, was ich heute Morgen nicht euch gesagt habe, das Problem ist. Weil Mächte der Finsternis und der Zerstörung Gottes Welt der Liebe und des Lichtes permanent bekämpfe. Und diese Spannung, und diese Auseinandersetzung sind wir Menschen hineingestellt. Wir sind nur reingestellt.
Gott lässt ihm noch Freiraum, aber nicht mehr lang. Irgendwann kommt Jesus wieder. Amen. Und ich hoffe, dass du ihn als Herrn hast und dass du an ihn glaubst, weil das ist die Hauptvoraussetzung, an ihn glaubst. Weil das Geschenk Gottes ist Jesus Christus. Ihn brauchst du, um in den Himmel zu kommen, um das ewige Leben zu bekommen. Die Bibel sagt uns in vielfältiger Weise, du brauchst Jesus Christus, das ist das einzige Geschenk. Wenn du ihn angenommen hast und ihn glaubst, dort bist du gerettet, bist du erlöst. Du brauchst Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, weil manche Menschen denken nur, warum ist so viel Leid oder das in unserer Welt. Genau deshalb, weil viele Menschen nicht mehr an den Gott der Bibel glauben. Deshalb sind wir herausgefordert als seine Nachfolger, die Menschen, dass, wie soll ich sagen, Jesus ist uns in der Liebe begegnet. Der Menschen in der Liebe das weiterzugeben. Sie nicht zerdrücken in der Liebe, der Menschen sagen, du, ich habe die Bibel gelesen, ich habe Gott kennengelernt, ich habe mein Leben auf ihn ausgerichtet. Ich habe erkannt, wie gut er ist und alles, was er sagt, ist wahr. Und von A bis Z, wenn ich von Anfang bis zum Ende die Bibel lese, erkenne ich das. So ist Gott nur. Und so Schluss möchte ich mit der Folie aufhören, die uns auch ermutigen soll. Da steht geschrieben, habe ich auf der Website gefunden, hat mir total gut gefallen. Ende des vorigen Jahrhunderts, kenterte im Sturm an der Küste Spaniens ein deutsches Handelsschiff. Es gab keine Überlebenden. Nach einiger Zeit spülten die Wellenschiffstrümmer und Kleidungsstücke an den Strand. Die vom Salzwasser verdorbenen Matrosenkleider kaufte eine Fabrik, um sie weiterzuverarbeiten. Dabei fand man in einer Matrosenjacke ein neues Testament in deutscher Sprache, das mit anderen Papieren an die deutsche Botschaft in Madrid gesandt wurde. Beim Durchsuchen der Fundstücke entdeckte man auf dem ersten Blatt des Testamentes eine handschriftliche Eintragung. Markus Rottmann, 1894. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte und alle anderen Male gelesen aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus. Wunderbar, hat mich total berührt, weil ich einfach das glaube. Egal wie du anfängst, mit so einer kleinen Brocke, Senf von Glaube, egal wie du anfängst, auch wenn der andere dich nur ermutigt hat, geh mal hin, lese mal die Bibel. Wenn du auf Einladung von anderen auch mitgekommen bist, im Gottesdienst oder in Versammlungen, egal, wenn du so angefangen hast, du kannst hier bei diesem Matrose lesen, so hat er angefangen. Der ist eingeladen worden, um der Bitte einer anderen Person willen. Ich bin eingeladen worden. Auf irgendwo hat er am Wort Gottes dann nach gelesen und hat dann erkannt, ich brauche diesen Herrn Jesus, sonst gehe ich verloren. Und dann, ja, gefestigt worden, glaube ich, immer wieder gelesen, weil er gewusst hat, welche Liebe Gott der Vater für alle Menschen hat, für jeden Menschen. Und deshalb wünsche ich uns alle auch immer wieder, wie er zu Lucia schreibt, von Herzen wünsche ich uns immer wieder eine tröstende und beglückende Begegnung mit dem kostbaren Wort der Heiligen Schrift, dass sie zum, oder uns zum ewigen Leben führen will. Also wenn du Gott noch nicht so gut kennst und ihn noch nicht in deinem Leben hast, hast du heute gehört, wie Gott ist. Es gibt falsche Götter, es gibt falsche Anbetung und es gibt den wahrhaftigen Gott, den einen nur, den einzigen Gott. Und dann kannst du so wie du bist zu Gott kommen, kannst sagen, hier bin ich. Ich will dich. Jesus, ich habe bisher ohne dich gelebt, ich will dich, ich will, dass du in mein Leben kommst. Und Gott hört das Gebet. Was du heute Morgen, das muss nicht im Laute geschehen, das kann auch manchmal im Stillen nur geschehen. Wenn du merkst, das hat dich jetzt angesprochen, hat dich bewegt im Herz, dann kannst du im Gebet das vor Gott bringen und er wird sich dir offenbaren, wie er uns sich offenbart hat. Vater, ich danke dir für dein Wort ist die Wahrheit. Und wir dürfen deiner Wahrheit leben, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast.
Danke für diesen Gottesdienst heute Morgen, dass wir erkennen dürfen, was falsch ist. Und dass du zeigst einmal wieder, was wahr und richtig ist. Deshalb bitte ich, dass dieses Wort in die Welt hinausdringt, die man morgen gesungen hat. Und dass Menschen wirklich dich kennenlernen und Rettung finden in dir, Jesus Christus. Segne du diese Gemeinde, segne jeden einzelnen Hörer auch. Segne unser Land. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, für deine Güte und für deine Treue, deine Liebe. Amen. 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 Amen.